So, hey Knus und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Age of Empires 2 HD, The Conquerors. Und wir haben ja letztens Attila der Hunne abgeschlossen, also kommen wir zu El Cid. Spanien ist aufgeteilt in christliche Königreiche im Norden und maurische im Süden. Im kargen Grenzgebiet Kastiliens gelangt Rodrigo Diaz, genannt El Cid, als brillanter General und heroischer Kreuzfahrer zu trauriger Berühmtheit. Der Cid ist bei den Soldaten und der Bevölkerung so beliebt, dass der misstrauische König von Kastilien ihn verbannt. Er muss sich mit seinen ehemaligen Feinden, den Mauren, verbünden und gegen sein geliebtes Kastilien in den Kampf ziehen. Doch jenseits des Meeres in Afrika lauert eine noch größere Bedrohung. Dort warten die fantastischen, ach, meine Güte, fanatischen Berber nur darauf, das zu erobern, was den Mauren nicht gelungen ist. Ja, ich kenne die Geschichte um El Cid tatsächlich nicht. Also bin ich mal gespannt. Ja, wie überall, keine Ahnung warum, kann man immer die zweite Mission auch schon auswählen. Genug. Ihr bedrängt mich nun schon drei Straßen lang, Fremder. Versprecht ihr mir, nicht weiter zu insistieren und mich meinem Lamento zu überlassen, so will ich euch Red und Antwort stehen. Ihr sollt wissen, warum ein Toter durch die Gassen Valencias reitet. Seht ihr die Burg dort auf dem Hügel? Einst lebte dort Rodrigo Diaz, den Mauren wie Christen El Cid nennen. Dies stammt von dem arabischen Wort Said ab, das Herr bedeutet. Er ist der größte Mann, der je gelebt. El Cid war Ritter und treuer Lehnsmann eines der alten Könige Spaniens. Als der alte König starb, wurde sein Reich zwischen seinen Söhnen Sancho und Alfonso aufgeteilt. König Sancho regierte Kastilien, ein vom Wind gepeitschtes Ödesland. Der Cid diente weiterhin Kastilien und seinem neuen König, wie seine Pflicht es ihm gebot. Der listige Alfonso herrschte über Leon, machte aber keinen Hehl daraus, dass er König des ganzen christlichen Spaniens werden wollte. Bald herrschte offener Krieg zwischen Kastilien und Leon. Der Höhepunkt der Auseinandersetzung war die Schlacht von Golpijera, in der der Cid versuchte, den heimtückischen Alfonso gefangen zu nehmen. Werden Sie in einer Kraftprobe König Sanchos Elitekämpfer? Ah, okay. Einige Leute im Kastilien müssen sich selbst oder ihre Häuser dem charismatischen El Cid verpflichten, wenn sie ihm oder seinen Soldaten begegnen. Der größte Teil des Steinvorkommens in Kastilien ist längst in dessen Burgen verbaut worden. Fast alle übrigen Gesteine befinden sich auf dem Grund von König Alfonso. El Cid kann noch nicht zur Imperialzeit voranschreiten. Die Späher berichten, El Cid Rot beginnt alleine und nur dann kann nur dann Truppen aufbauen, wenn sie ihm von König Sancho gewährt werden. Sanchos Untertan Gelb sind Sancho treu ergeben und dem Cid freundlich gesonnen. Sie könnten sich als hilfreich erweisen. König Alfonso Blau ist ihr Gegner. Seine Stadt ist gut befestigt. Die Streitkräfte, die ihnen zu Beginn zur Verfügung stehen können, seine Stadt wahrscheinlich beschädigen, um seine Burg zu zerstören. Zerstören zu können, sollten sie jedoch Verstärkungstruppen, vor allem Belagerungswaffen, ausbilden. Das Gebiet zwischen Golpijera im Norden und den kastilischen Grenzburgen im Süden dürfte genügend Platz und reiche Truppen bieten. Alfonso bildet Ritter und Pikeniere aus. Schützen sie daher ihr Kavallerie mit eigenen Pikenieren. Okay. Seid willkommen, Rodrigo. Mit eurer Ankunft kann das Turnier beginnen. Ja, dann. Bezwingt meinen Elitekämpfer im Kampf, Rodrigo Diaz de Bivar. Und der Befehl über meine Truppen sei euer. Das Turnier soll beginnen. Der Cid soll meiner Klinge zum Opfer fallen. Sein Schwert. Naja, eine wirkliche Herausforderung bist du ja nicht, ne? Mit eurer Erlaubnis, mein König, werde ich mich dem Cid stellen. Ihr wollt ihm euch zu Pferde stellen und er zu Fuß? Das werde ich nicht zulassen. Jedoch, wenn er es wünscht, habe ich ein Pferd für Rodrigo in meinem Stall. Rodrigo? Lol. Die Stute Bavieca stammt aus den angesehenen königlichen Stallungen in Sevilla. Ist ja mal krass. Oh, lol. Welch prächtiger Anblick. Und nun, frisch ans Werk. Okay. Ich möchte eigentlich den... Naja.
Ah, da. Ich kann die Gegner doch auswählen. Rodrigo, tada. Der erste Bivar, der sieht. Ihr sollt die Armee Kastiliens anführen. Ich bin froh, dass ihr siegreich wart. Keinem anderen möchte ich diese wichtige Aufgabe anvertrauen. Rodrigo, ihr habt von meinem Bruder Alfonso gehört. Sicher wisst ihr auch um seinen Ehrgeiz, ganz Spanien zu regieren. Reitet zu seiner Burg in Golpejera. Nehmt Alfonso gefangen und bringt ihn mir, damit ich ihn überzeugen mag, dass Leon als Königreich ihm reicht. Ja. Kann ich da auch lang reiten? Ah, okay. Eure Armee ist vollzählig. Seht! Es sieht! Ach, je. Gar kein Überblick. So. Aber ich hab Dorfbewohner, das ist schön. So. Und wo kann ich dann mein Lager aufbauen? Ah, da haben wir einen. Den will ich. Okay. So. Bevor ich hier großartig weiter. Warte mal, nee, du bist 3. So. Was ist denn da alles? Oh, hier ist eine riesen Goldgrube. Okay. Da haben wir schon ein Viertel der Karte im Grunde gerade fast erforscht. Ach, guck mal an. Hier sind ja noch mehr. Nein. Na, ich nehme mal an, wir sollen hier beginnen. Würde jedenfalls Sinn machen. Oh, wie süß. Ich möchte aber gerade hier noch so erforschen. Keine 2 Wochen ist es her, da trampelte schon einmal eine Armee durch unsere Felder und zerstörte die Hälfte unserer Ernte. Passt auf, wo ihr hintretet! Ja, ist ja gut. Ah, hier ist nochmal weiter die Burg von ihm. Ach du Scheiße, ey, der hat ja überall seine... Guck mal an, dafür ist hier nochmal so ein kleines Goldvorkommen. Hier ist auch nochmal Gold. Oh Gott, hier oben ist tatsächlich Schnee. Sehr schön. So. Der lässt den einfach so reinspazieren, das ist auch geil. Alter Schwede, hier sind ja überall Burgen. Ah, Bogenschützen habe ich auch, okay. Da sind Steine. Also da ist nicht mehr viel zu gewinnen. Okay, da ist noch eine Burg. Oh, die hat kein Dorfzentrum, ne? Also fällt mir mal so auf. Also wenn hier keins ist, dann hat er gar keins. Ah, okay.
wenn man vom Teufel spricht. Noch mehr Truppen. Jedenfalls ganz viele Fische. Ja, ist ja gut. Beruhigt euch mal wieder. Oh, was ist denn hier hinten? Das Ende der Karte. Also ging es da nur um das bisschen vorhandene Gold. So, wir haben also zwei Übergänge. Also hier einen und hier irgendwo einen, ne? Okay. Ja, da ich sonst nicht weiß, wo ich hin soll, baue ich wirklich mein Lager mal hier auf und dann ist gut. In der Zeit können wir mit dem hier so ein bisschen weiter erkunden, was hier denn so alles ist. Da wir auch mit den Hunden durch sind, ist leider eine schöne Sache, fällt wieder weg. Nämlich die keine Häuserbaufunktion. So, wir müssen jetzt erstmal unheimlich viel Holz abbauen. Ausgezeichnet! Dies Gebäude ist der erste Vorgeschmack eures Ritterzugs. Ich übermittle meinen Dank und den Dank Kastiliens. Ja, wunderschön. Ich brauche halt trotzdem en masse Holz. So. Bauen wir das mal dahin. Ach, guck an. Wow. Alter, wieso gehst du denn auf einmal wieder da zurück, Mann? Ja, bring deine eigenen Leute um. So kannst du es gerne machen. Mann! Reitet dir einfach wieder in den Tod hinüber, ne? So. Zack. So. Nächste Haus. Wir können halt fast nichts an Truppen haben. Dorfbewohnern. Und einfach so viele. Ah, da ist schon der erste Turm. Das ist ein bisschen, da ist der zweite Turm. Ist hier auch nochmal ein Turm? Nee, noch nicht. So, bin ja mal gespannt. Was ist das denn? Ein geheimer Pfad in die Berge. Wir haben von der Sitz-Gottesfurcht gehört und bitten mit Verlaub in seine Dienste treten zu dürfen. Ja, könnt ihr machen, wa?
So. Konstruiert. 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 So, bauen wir auf 3 weitere Häuser. Gut. Dann kommt da mal runter. Leute, wir sind halt nur in der Feudalzeit, ja. Das heißt einfach mal, wir können noch keine Dings bauen. Bam, ba, da, 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 da. Sag mal, das sind doch hier so Konquistadores, oder? Ja. Also schießende. Und. Zack. Ja. Interessant finde ich ja auch die Aussage, dass hier genügend Platz ist, ne? Aber wir haben bald, eigentlich machen die Extra-Truppen das gerade wieder kaputt, ne? Na. Nur noch ein paar Häuser. Konstruiert. Konstruiert. So. Oh, was habt ihr denn mit den Feldern dann gemacht? Das sind ja nur noch halbe Felder. Nebenbei, was haben wir denn eigentlich? Beschwere Bogenschützen, Elite-Kämpfer können wir ausbilden. Und Paladine. Okay. Paladine ist schon mal gut. Dann wissen wir ja, worauf wir gehen müssen. So. Ich scherze nicht, Soldat! Raus aus diesen Feldern! Alter, was hast du denn für ein Problem? Das war nicht mal ich. So! Das Haus, was uns endlich das bringt, was wir müssen, haben müssen. So. Und kurz vorher bauen wir noch ein anderes. So, wir können endlich Dorfbewohner bauen. Machen wir dann auch direkt. Da bauen wir mal weiter. Warte mal, ihr sollt aber nicht ganz weglaufen, ne? So, mit dem Haus sind wir bei 75. Und dann bauen wir nur noch ein weiteres Haus, um zu gucken, wie wir über 75 kommen können. Sind schon ganz krass, ne? Oh. Oh. Ja. Ja, was hast du davon? So, kommt da mal wieder alle hin. Konstruieren.
Zack. Zack. Ihr geht auch daran. So, jetzt produzieren wir ja wenigstens ein bisschen Nahrung. Kann ich die eigentlich rauslocken? So, mit LZIP meine ich. Das wäre doch was. Kann ich euch rauslocken? Okay. Ich glaube, das funktioniert. Ja. Olei! Olei! Oh! Denn der Sieg ist gefallen! Oh nein, wie dumm! Ach, schade, ey! Mal an, da hinten sind die Leute auf Nahrung, ja? Auf Gold. Scheiße, Alter, da habe ich echt ein bisschen Mist gebaut. Fuck, 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 fuck. Ja, ne? Dann müssen wir das Ganze tatsächlich neu starten. Oh ne, warte mal. Seid willkommen, Rodrigo. Mit Laden. Eurer Ankunft kann das Turnier beginnen. Nummer 11. Wie viel Uhr haben wir denn? 7:11 Uhr. Ah, okay. Seid willkommen, Rodrigo. Mit eurer Ankunft kann das Turnier beginnen. Ja. Bezwingt meinen Elitekämpfer im Kampf, Rodrigo Diaz de Vivar. Und der Befehl über meine Truppen sei euer. Hä? Das Turnier soll beginnen. Laden. Ach so. Der das Sitz soll meiner Klingel zu Opfer fallen. Das ist nur eine Aufnahme. Ah. Ich wundere mich gerade, warum ich den nicht... Rodrigo. Mit eurer Ankunft Hallo? Kann das Turnier beginnen. Na. Dann. Genug. Nochmal. So. Seid willkommen, Rodrigo. Ja, ja, wir haben es jetzt schon mal gehört. Kann das Turnier beginnen. Bezwingt meinen Elitekämpfer im Kampf, Rodrigo Diaz de Vivar. Und der Befehl über meine Truppen sei euer. Das Turnier soll beginnen. Ja. Der Sitz soll meiner Klinge zum Opfer fallen. Ach, komm. Mit eurer Erlaubnis, mein König, werde ich mich dem Sitz stellen. Ihr wollt ihm euch zu Pferde stellen und er zu Fuß? Das werde ich nicht zulassen. Jedoch, wenn er es wünscht, habe ich ein Pferd für Rodrigo in meinem Stall. Na. Rodrigo? So, zack. Welch prächtiger Anblick. Und nun, frisch ans Werk. Na komm. Rodrigo Diaz de Vivar, der Cid. Ihr sollt die Armee Kastiliens anführen. Ich bin froh, dass ihr siegreich wart.
keinem anderen möchte ich diese wichtige Aufgabe anvertrauen. Ja. Rodrigo, ihr habt von meinem Bruder Alfonso gehört. Sicher wisst ihr auch um seinen Ehrgeiz, ganz Spanien zu regieren. Reitet zu seiner Burg in Golpejera. Nehmt Alfonso gefangen und bringt ihn mir, damit ich ihn überzeugen mag, dass Leon als Königreich ihm reicht. Hallo. Eure Armee ist vollzählig. Seht. Es sieht. So. König Sancho. Ich kann König Sancho steuern. Sehr lustig. Oh lol. Das ist ja ein lustiger Bug. So, irgendwo ist ein Späher. Kein Späher, kein Späher, kein Späher, kein Späher. Okay. Anscheinend haben wir diesmal kein Speer. Müssen wir halt ohne Speer auskommen. Ist ja kein Ding. Oh, reiten wir halt weiter. Agora. Ist da ein Speer dabei? Ne, ist auch kein Speer dabei. Wieso habe ich auf einmal kein Speer, ey? Ist ja richtig mies, ist das. Ach komm. El Cid ist jetzt, du bist jetzt mein Speer. So, jetzt nicht so die übelste Reichweite. Aber du hast wenigstens eine. So, dann hier. ZZ. Wie gesagt, echt ein bisschen wunderlich, dass ich kein Speer habe. Dafür habe ich halt einen König, ja, den ich nicht brauche. Ausgezeichnet! Dies Gebäude ist der erste Vorgeschmack eures Ritterzugs. Ich übermittle meinen Dank und den Dank Kastiliens. So. Nee, das ist, bisschen doof, so. Okay, ist okay. Oh Mann, ey. Yeah.
Geschoss Elite-Kämpfer. Wir stehen zu eurer Verfügung. Oh. Okay. Da. Ja, dem Dorfbewohner da aufs Korn. So. Dann haben wir das geschafft. Und El Cid tut mir mal einen Gefallen. Wir wissen ja jetzt, wo, was ist. Hey, yeah, wir haben dadurch Dorfbewohner. Ha! Wenn wir jetzt da hinten hingehen. Zack. Dann können wir ja hier. Wir haben von der Sitz Gottesfurcht gehört und bitten mit Verlaub in seine Dienste treten zu dürfen. Das ist ja cool. Zack. Das habe ich eben gar nicht mitbekommen. So, einfach mal dahin. Bekommen wir ja gut Gold dann die ganze Zeit, oder? Ja. So, dann bring das dann mal gerade weg. Du konstruierst jetzt da einige... Ah, du weißt schon. Einige Häuser. So. So, El Cid. Reite mal und finde mir alle Türme hier. Das sind ja drei an der Zahl, genau. So, danach gehst du mir mal dahin. Reitest mir gleich mal durch sein Lager. Wahrscheinlich, vielleicht bekomme ich ja noch mehr Sachen. So. Konstruier. Auch eine hübsche Gegend, muss man sagen, ist das hier. Ach, schade. Ihr wollt euch nicht mehr anschließen. Das wäre cool. Wo ich sagen muss, durch diese Reliquien machen wir echt gut Gold, ne? Eine Reliquie alleine, das macht jetzt nicht so das große Gold, aber... Hier, alle vier? Das ist schon nicht so schlecht. So. Konstruier. So, ihr wollt euch auch nicht uns anschließen. Leider. Elsie, unser Held, Elsie!
Eieiei. Unsere Häuser stehen euch offen, Elsie. Ach. Guck mal an. Können wir direkt so viele bauen? Jetzt der Test. Können wir generell noch mehr bauen oder sind das jetzt einfach nur die paar Häuser noch? Oh, ey, wir können noch weiter bauen. Hui. Oh, was ist da? Geh mal bitte dahin zurück. Ihr sollt sowieso nicht so weit vorgehen. Oh. 95. Was ist da denn? Soll das ein Tjost sein? Gab's das damals schon? Das kann sein, ne? Wenn wir Ritter haben, dann gab's das wahrscheinlich sogar. So, jetzt haben wir hier bald alles erkundet. Ich finde halt nur lustig, die machen da so ein Trara hier von wegen Elzid, ja, ja. Dabei weiß ich gar nicht, was der wirklich genau gemacht hat. Holzis haben wir bald genug. Und wenn wir genügend Holzis haben, dann können wir ja noch ein paar machen, die die Nahrung reinhauen. 4, 5. Am besten so 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13. 14. So. Dann brauche ich 10 für Nahrung. Jetzt die große Frage, wenn ich mit dem da mal ganz kurz da attackiere, kommt da noch irgendwas? Nee. Ah, das ist nicht für ihn. Ah, genau, Agora. Zack. Der reißt mir jetzt da nach und nach. Da noch ein Feld. Oh, er hat schon fast eingerissen. Wie sieht's denn hier aus? 159 Volt. Hammer. Geht auch mehr als 100 Bewohner? Nee, ne? Konstruieren.
Cap ist erreicht bei 100. Dann können wir hier noch eine Schmiede hinbauen. Dann da noch eins. Dann können wir 10 weitere Dorfbewohner auf Gold schicken. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. So. Dann mal 1, 2, 3, 4. Was ist los? Ich kann keinen vierten Stall bauen, weil mir das Holz tatsächlich fehlt. 175 brauche ich, glaube ich. Ach, kommt schon. Na, geht doch. Ui! Guck mal, der LZ ist ja krass drauf, der Dude. Wir haben ja eben gesehen, dass sie dann Goldlager haben. Deswegen will ich da mal rein, um da mal Hallo zu sagen. Hey. Hallo! Ach komm! Na gut. Dann attackiert da mal. Ach komm! Dem seine Reichweite ist so extrem. Haben wir 2 Ritter wegen der Scheiße verloren. So, dann machen wir noch eine da noch 5 und dann haben wir das soweit. Er will ja wirklich einen Hirsch direkt vor meinem Dorfzentrum, wegnehmen, ne? Das ist schon krass. Oh, 150 Nahrung. Alles, was nur Nahrung kostet, ist okay.
Ja, dann machen wir nur das da. Ah, guck mal da, es brennt schon lichterloh. So lange wird es nicht mehr halten. Gott. Wenn man noch in der Feudalzeit ist, dann ist das halt so schleppen. Die... Baue es mal dahin. Oh, bei. Bald hast du das Tor. Also die Ziele haben sich geändert. Ja, Dinge her und den Sieg. Achso, okay. Ich dachte schon, König Sancho Sambia, ja? Dann hier, ab ins nächste Zeitalter. Vielleicht gehen wir auch auf, mal gucken, ey. Weil diese Konquistadoren sind zwar ganz lustig, aber... naja. Lassen wir mal uns überraschen. Ah, okay. Der hat Dings also erforscht. Lol, was ist denn mit denen kaputt? Du machst mir da ein Feld und du baust mir mal kurz das. Ach guck mal, was haben wir denn da? Brennern haben 20 Lebenspunkte. Nehmen wir und sind 250. 20% schneller. Nehmen wir auch. Na, wir gehen auf die Berittenen. Karte Kaffee, wieso bedauert denn das? Normalerweise dauert das halt nicht, ne? Ah, naja. So, Kartografie fertig. Ach, guck mal da. Elzit.
bist ja immer noch mit hier. Reite mal dahin. Ich glaube nämlich, die Truppen bekommen wir dann. Hier ist nichts mehr Nennenswertes, ne? Ist ja schon ein kleines Reich, worüber die so herrschen, muss man sagen. Ah, guck mal an, hier sind ganz viele von denen. So. Uni. Baust du mir mal. Okay. El Zitle. Das da gilt es einzunehmen. Guck dir das mal an. Da, genau. Waffenschmiede. Nein, warte. Weil, bevor ich das damit zuballer. Hier. 5, 6. Nicht genügend Holz. Wow. Gut. Dann, bauen wir mal hier eine Burg hin. Hier so eng auf eng, ne, muss man so sagen. Sechs Rammböcke dürften ausreichen. Ach, guck mal, hier, die können wir ja auch wieder bauen. Stimmt ja. Komm, bau mal schneller. Aber die ersten können mir im Grunde schon mal den Turm da einreißen. Brauchen ja eh eine Weile, bis sie da mal hingerollt sind, ne? Was? Handkarren entwickelt? Achso, hier. Santiago. Ach, komm. Mach dich frei, Burg. Thank you.
Okay. Und jetzt die große Burg angreifen. Apropos, reite du mal darüber. Und mach mal den Mönch kalt hier. Danke. Wollte ich eben schon nicht mehr da sehen. So, mein Bruder wünscht ein Wort mit mir. Da ihr mir keine Wahl lasst, werde ich mit euch zurückreiten, um ihn zu sehen. Hey, hallo. So. Meine Haltung? Lol. Okay. Und wie? Habe ich ein dumpfes Gefühl. Ich baue da mal eine Burg hin. Und die ganze Karte ist im Grunde sichtbar, ja. Jetzt machen wir mal wieder hier einmal speichern. Bei den ganzen Aufnahmen hier. Okay. So. Wenn Tim muss den Gefallen gehören, so König Sanchos Turnier Blitzen bringen. Oh, okay. Hier ist so ein Turnierplatz, oder? So wie ich halt alles sehen kann auf der Karte, ne? So wirklich alles. Ist ja schon lustig. Hui. Okay, der Turnierplatz ist es nicht. Es ist der Platz. Nein, der ist auch nicht. Dann muss es der sein. Ja, komm, beeil dich. Und jetzt? Ach, das war's? Oh, lol. Oh, wei. Na gut, dann Abspann noch. Obwohl der Cid Alfonsos Truppen im Kampf besiegte, wusste der verschlagene König, dass es andere Wege gab, einen Krieg zu gewinnen. Alfonso lockte seinen Bruder Sancho unter einem Vorwand zu einem geheimen Treffen am Fuß der Stadtmauern Zamoras und ließ ihn in der Nacht ermorden. Nach dem Tod seines Bruders wurde Alfonso König von Leon und Kastilien, der mächtigste König im gesamten christlichen Spanien.
Obwohl der Cid König Alfonso nicht traute, hatte er doch geschworen, seinem König zu dienen. Und dieser Mann war nun Alfonso. Der Cid zwang König Alfonso, einen Schwur auf heilige Reliquien zu leisten, dass er nichts mit dem Tod Sanchos zu tun hatte. Dies schwor ein nervöser Alfonso vor seiner Armee und seinem Hof. Der Cid trug hierdurch dazu bei, Alfonsos Anspruch auf den Thron im Herzen des Volkes zu festigen, denn dieses vertraute dem Cid vollkommen. König Alfonso erkannte den Dienst nicht, den der Cid ihm erwiesen hatte. Stattdessen nahm er es dem Größten seiner Ritter übel, dass dieser an ihm gezweifelt hatte. Mit Missgunst und Argwohn betrachtete Alfonso auch das Ansehen des Cid bei den Soldaten und dem einfachen Volk. Immer wieder schickte er den Cid in gefährliche Schlachten, aus denen dieser jedoch stets als Sieger hervorging. Tja, scheiße, ne? Na gut, dann beim nächsten Mal geht es weiter mit meines Feindes Feind. Bis dahin, ciao.